Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich habe gerade eben einen Mailwechsel gehabt mit einem Christen, der mir gesagt hat, dass er auch aktiv ist in der Kirche und über großes Wissen verfüge. Und er hat mich also direkt angeschrieben zu Matthäus 7. Matthäus 7, Bergpredigt, wo Jesus sagt: Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Der Erlöser im Jenseits sagt: Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. In diesem Leben wird den Christen gesagt: Jesus wartet, Jesus ist die Erlösung, nur durch Jesus kommt man zum Vater. Ja, das sind also deren Glaubensvorstellungen. Sie vergessen natürlich, dass Jesus nur gesandt war zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und dass er nur zu ihnen gesprochen hat und dass er den Jüngern verboten hat, zu den Nichtjuden zu gehen und dass seine Botschaft nur für die Kinder Israels war. Aber gut, sie machen sich selber zu Kinder Israel, dann sagen wir, okay, dann seid Kinder Israels. Und dann kommt eben jetzt der Punkt, er hat meine Videos verfolgt, der gute Mann, und er möchte endlich darauf Stellung beziehen. Und dann kommt seine Antwort und er sagt zu mir: Die Übeltäter, ja, die Jesus da meint, das sind Namenschristen. Das hätte ich, verlorene Schaf, nicht verstanden. Ja, Jesus meint die Namenschristen. Okay? Jesus meint die Namenschristen. Was will er damit sagen? Diejenigen, die also im Namen Jesu handeln, handeln recht. Aber Jesus schimpft diejenigen Übeltäter, die dies nur aus Heuchelei tun, nicht aus Überzeugung. Das heißt, sie kommen zwar zu ihm und sagen: Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Und Jesus nennt sie nur Übeltäter, weil es Heuchler sind, Namenschristen, die es also nicht aus Überzeugung getan haben. So, das ist also deren Erklärung und damit lehnen sie sich zurück und sagen: Wir sind nicht die Übeltäter. Ja, das ist natürlich, sind wir nicht gemeint. Wir können natürlich im Namen Jesu handeln. Das ist das Schönste, was es gibt, im Namen Jesu zu handeln. Das ist die Erlösung und so weiter und so weiter. Nun habe ich diesem Christen nicht geantwortet, sondern mache dieses Video, um allen Christen zu antworten. Weil viele stellen sich die Frage, sagte er, und er muss es wissen, er arbeitet auch in der Kirche, und jedes Mal geben sie dieselbe Antwort. Das sind die Namenschristen. Das sind diejenigen, die es nicht aus voller Überzeugung tun. Gut. Also lesen wir noch einmal. Ich habe diesen Vers oder ich habe dieses den Christen schon so oft hier auf YouTube und auch im realen Leben vorgehalten und jedes Mal bekomme ich dieselbe Antwort. Das sind Namenschristen. Gut, dann schauen wir mal genau hin. Es fängt also an. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr. Ja, diese Verdoppelung ist schon Herr, Herr, ja, ist schon genervt. Ja? Die zu mir Herr, Herr sagen. Warum schreibt er nicht einfach, die zu mir Herr sagen? Zu mir Herr, Herr sagen, ja? Schon, Jesus ist bescheiden, er sucht nicht die Ehre von Menschen. Ja? Er nimmt sie sozusagen gezwungenermaßen an, alle, die zu mir Herr, Herr sagen, nach dem Motto: Ich kann es nicht mehr hören, ich will es eigentlich gar nicht. Ich will, dass ihr mich als Messias erkennt und daraus heraus mich Herr nennt. Aber doch nicht, dass ihr das Folgende tut. Jetzt aufgepasst. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Nicht alle, die mich als Messias erkennen, ja? Die mich, Jesus, als Messias erkennen, werden ins Himmelreich kommen. Darauf kommt es nicht an. Sondern worauf kommt es an? Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. So. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, das ist das Kriterium schlechthin, um in den Himmelreich zu kommen, sondern das Kriterium, um in das Himmelreich zu kommen, ist, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Ja, das ist eine Richtigstellung. Ja, tut den Willen des Vaters im Himmel. Ja, es geht nicht darum, es mir recht zu tun. Du solltest dem Willen des Vaters recht tun. Darauf kommt es an. Nicht, dass ihr es mir recht macht, indem ihr mir Herr, Herr entgegenschmettert. Ja? Das ist nicht das Kriterium. Auf mich kommt es gar nicht an. Ich, Jesus, was soll ich tun? Es kommt auf den Willen des Vaters an, dass ihr das erfüllt. Nicht meinen Willen. Ja, wir erinnern uns an das Gebet, als Jesus sagt:
Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen, doch nicht nach meinem Willen, sondern dein Wille geschehe. Und sie beten, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und meinen damit, zu wem beten sie? Vater unser. Ja. Und Jesus sagt, hier in der Differenzierung, nicht die zu mir sagen, Herr, Herr, komm ins Himmelreich, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. So, jetzt stellt sich doch jeder Mensch die Frage in dieser Rede. Was ist denn nun der Wille des Vaters im Himmel? Worauf will er denn hinaus? Es geht ja weiter, es kommt der nächste Vers. Und was muss jetzt kommen, logischerweise? Entweder diejenigen, die den Willen tun des Vaters, oder die den Willen nicht tun. Damit wir wissen, was der Wille ist. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder jetzt auszuführen, das ist der Wille des Vaters, positiv, oder negativ, das ist nicht der Wille des Vaters. Also entweder wird jetzt ausgeführt, diejenigen, die ins Himmelreich kommen, oder die, die nicht in das Himmelreich kommen. Das heißt, es werden ja nicht alle kommen. Da er sagt, es werden nicht alle kommen, muss jetzt die Erklärung kommen für diejenigen, die nicht ins Himmelreich kommen. Denn oben haben wir gelesen, ja, es werden nicht alle, die sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Das ist nicht das Kriterium, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und diesen Willen des Vaters im Himmel führt er jetzt aus. Und zwar, indem er ausführt, was eben nicht der Wille des Vaters im Himmel ist. Was nicht der Wille des Vaters im Himmel ist, bedeutet, das tut nicht. Das sollt ihr nicht tun. Das ist nicht der Wille des Vaters im Himmel. Was jetzt kommt, ist nicht der Wille des Vaters im Himmel. Gut. Und jetzt kommt er. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr. Genau wie die anderen, die auch Herr, Herr sagen. Ja? Und meinen, sie kommen ins Himmelreich. Aber nee. Herr, Herr, alleine sagen reicht nicht. Ihr sollt nicht meinen Jesus Willen tun, ihr sollt des Vaters Willen tun. Tut den Willen des Vaters, nicht meinen. Okay. Und was sagen diejenigen da, die nicht den Willen des Vaters tun? Was sagen die? Wodurch charakterisiert sich das? Was sie getan haben, was nicht im Sinne des Vaters, was nicht dem Willen des Vaters entspricht. Was haben sie getan? Das ist doch jetzt mal die klare Frage. Und das geben sie ihm wieder in einer Zusammenfassung ihres Lebens im Jenseits. Schau, was wir getan haben. Ja, was habt ihr getan? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Sie haben also geweissagt. In welchem Namen? In Jesu Namen. Denn er sagt, es werden viele zu mir sagen. Zu mir. Zu mir, Jesus. Zu dem ihr Herr. Herr sagt, ja? Zu mir werden sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen, also in Jesu Namen. Haben wir nicht in Jesu Namen geweissagt? In deinem Namen? Und haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? In deinem Jesu Namen? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Viele Taten. Es kommt also jetzt gar nicht mehr auf welche Taten an. Sie haben auf jeden Fall was getan für jeden vernünftigen Menschen? Sie haben in Jesu Namen gehandelt. Sie haben in Jesu Namen gehandelt. Wir lernen gerade, diejenigen, die nicht den Willen tun meines Vaters im Himmel, beziehungsweise er sagt, die den Willen tun meines Vaters im Himmel, kommen in Himmelreich. Und die den Willen nicht tun des Vaters im Himmel, kommen wohin? In die Hölle. Und jetzt sehen wir, diejenigen, die gekommen sind, was sind ihre Taten? Es sind Taten, die nicht dem Willen des Vaters entsprechen. Okay, dann schauen wir uns diese Taten, lieber Herr Pastor oder Kirchenmitarbeiter oder wie auch immer Sie sich da titulieren. Schauen wir uns doch mal an, ja, wenn Sie das jetzt hören, dann lesen Sie mal mit mir die Taten. Was sind es denn für Taten? Okay, dann schauen wir uns die Taten mal an. In deinem Namen weissagen. Ja? Erste Tat, geweissagt. Okay. Zweite Tat, was ist die zweite Tat? Teufel ausgetrieben. Okay. Und was ist die dritte Tat? Viele Taten getan. Viele Taten. Viele. Irgendwelche Taten. Unabhängig davon, was für Taten. Steht da, das sind dann die Namenschristen? Oder steht da, dass sie ihre Taten nicht gut gemacht haben? Oder steht da, dass sie Heuchler sind? Nein, wie bezeichnen sie Jesus als Antwort? Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Übeltäter bedeutet, eure Taten sind übel. Üble Taten, nichts Heuchler. Die Taten sind übel. Ja? Hätte er gesagt, ihr Heuchler, dann wüssten wir, die Taten waren gut. Aber sie waren nicht aus dem Herzen.
Er kritisiert nicht die Taten, sondern die Absicht, mit denen sie diese Taten begangen haben. Sagt er das? Sagt er, oh ihr Heuchler? Ja? Oh ihr diejenigen, die ihr die Leute nur betrügen wollt, wie die Pharisäer? Die ihr nur so tut, als wenn ihr gut wäret, aber in Wirklichkeit im Herzen seid ihr schlecht? Sagt er das? Nein, er sagt, Übeltäter, eure üblen Taten! Übelste Taten habt ihr begangen. Und was sind die üblen Taten? Etwa Teufel austreiben? Das hat Jesus auch getan. Hat Jesus üble Taten getan? Ja? Oder viele Taten getan? Sind viele Taten üble Taten? Kranke zu heilen, ist das eine üble Tat? Ja? Oder Teufel austreiben, ist das etwa eine üble Tat? Hat Jesus auch gemacht. Worauf liegt also die Betonung? In deinem Namen. In deinem Namen. In deinem Namen. Dreimal in der Wiederholung, damit ihr wirklich der Letzte es kapiert. Und die drei ist kein Zufall. Damit der Letzte kapiert. Was sind also die üblen Taten? Im Namen Jesu zu handeln. Das ist die üble Tat. Auf die Tat kommt es gar nicht an. Gleichzeitig, warum charakterisiert denn dann Jesus diese Taten? Warum? Warum sagt er das? Hallo, das ist eine Sache, die im Jenseits geschieht. Das heißt, diese Menschen haben diese Taten getan. Also müssen wir uns doch folgende Frage stellen. Wer sind die Übeltäter? Antwort: Diejenigen, die im Namen Jesu geweissagt haben, diejenigen, die im Namen Jesu Teufel ausgetrieben haben und diejenigen, die im Namen Jesu viele Taten getan haben. Das sind die Übeltäter. Das ist das die Rede. Denn Jesus sagt hier, damit hier auch keine Missverständnisse aufkommen, nicht, dass man immer nur die Interpretation von irgendwelchen Pastoren, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann. So, das heißt, hört die Rede und tut sie und befolgt sie und gehorcht ihr. Und nicht irgendeiner anderen Rede. Und diese Rede besagt, die Übeltäter sind diejenigen, die im Namen Jesu gehandelt haben. Da dieses an jenem Tage, Jesus sagt, bedeutet das, wir sind ja noch nicht im Jenseits, also schauen wir uns im Diesseits an und stellen folgende Frage. Wer heute, per heute, ja, wir leben ja heute und jetzt, wer weissagt im Namen Jesu? Gibt es solche Menschen? Gibt es die? Ich kenne viele Christen, die sagen, Jesus hat mir mitgeteilt, ja, diese und jene Botschaft. Denn Weissagung bedeutet nicht Prophezeiung, das ist das, was Paulus getan hat. Botschaften von Jesus empfangen. Ja. Die auserwählten Christen empfangen ja nur Botschaften. Die sagen ja, der Heilige Geist wohnt in ihnen und Jesus teilt ihnen nur Botschaften mit. Und so weissagen sie. Im Namen Jesu. Ja. Und nächste Frage. Gibt es irgendwelchen heute, ja, wenn wir in der Klasse wären, wenn wir sind in einer Schulklasse, kennt ihr jemanden, der im Namen Jesu Teufel austreibt? Ja, dann würde man die Schüler fragen, ja, hier, die Christen tun das. Ah, danke schön. Ach, die Christen tun das. Ja, was machen die? Die treiben Teufel im Namen Jesu aus. Okay. Gibt es sonst irgendjemanden, der viele Wundertaten und Taten überhaupt im Namen Jesu tut? Ja, hallo, ja, bitte? Ja, das machen die Christen. Würde irgendjemand sagen, das machen nur die Namenschristen? Nein, das machen die Christen. Das heißt, wie können wir hier dieses Ganze aufschlüsseln? Wer sind die Übeltäter? Diejenigen, die im Namen Jesu handeln. So steht das da drin in der Rede. So steht das da drin. Und dann kommen sie dem mit Markus, dem letzten Kapitel. Und da steht, man kann die Gläubigen daran erkennen, steht in Markus, ja, sinngemäß, dass sie in meinem Namen Teufel austreiben. Und dann sagen sie, ah, sieh doch. Ja, aber wenn sie diese ganze Verse lesen, dann merken sie, dass diese Verse eine reine Lüge sind. Ja, weil da steht nämlich drin, man kann die Gläubigen im gleichen Vers dann daran erkennen, dass sie Gift trinken und das tut ihnen nichts und dass sie die Hand auflegen und Kranke heilen und so weiter und so fort. Vor diesen warnt Jesus, vor diesen Scharlatanen warnt Jesus. Nämlich diejenigen, die sagen, im Namen Jesu können alle diese Wundertaten vollbracht werden. Und hier in der Bergpredigt legt er ganz klaren Wert darauf, dass man die Frage klar beantworten kann. Wer sind die Übeltäter? Und ihr sollt diese Rede tun. Denn wenn ihr sie tut, dann vergleicht ihr euch mit einem klugen Mann. Und wenn ihr sie nicht tut, mit einem dummen Mann. Ja? Also, wer oder was sind die Übeltäter? Diejenigen, die im Namen Jesu viele Taten machen. Und was ist mit denen? Die tun nicht den Willen des Vaters. Und was ist mit ihnen? Es sind Übeltäter. Und sind sie erlöst? Nein. Glauben sie an die Kreuzigung? Ja. Nutzt ihnen das was? Nein. Warum? Weil sie im Namen Jesu handeln. Kapitel erledigt.